Ich finde, die Stimmung ist super. Eigentlich ein Spiegel dessen, was Regionale schon die ganze Zeit ausmacht. Es kommt zusammen, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und auch ganz interessierte Bürgerinnen und Bürger hier aus dem Umfeld, die einfach mal gucken wollen, was machen die denn da eigentlich bei Südwestfalen? Und ich finde, das kann sich so genau sehen lassen. Naja, Stärke muss man eben immer weiterentwickeln. Das ist das Spannende, gerade in so einer schwierigen Zeit, in der wir jetzt eben sind. So, und da kann diese Kreativität, die hier da ist, ganz einfach helfen. Und wir haben ja heute gemerkt, es sind ganz viele digitale Projekte dabei, die sich aber eben mischen mit Authentizität. Das gehört dazu, also feste Heimatverwurzelung. Und dann wird das Ganze nachhaltig und das wird dazu beitragen, dass diese Region auch in der Zukunft eine der stärksten Wirtschaftsregionen bleibt. Naja, unsere Projekte werden halt immer konkreter, die wir in der Regionale entwickeln. Und dann haben wir gesagt, Mensch, hier rund um den Standort Kreuztal, wo unser Festival stattfindet, gibt es einige tolle, spannende Projekte, die es anzuschauen gibt. Zum Beispiel Naturdigital Begreifen in Siegen, das Siegerlandmuseum oder das Bändergelände in Kreuztal. Und wir haben gesagt, da können wir doch kleine Exkursionen entwickeln, um die Menschen eben vor Ort zu zeigen, wie sieht es da aus, welche Fortschritte machen die Projekte und wer steckt überhaupt hinter diesen Projekten. Also so ein sogenanntes Look and Feel auch zu bekommen für diese Projekte. Und das ist sehr gut angenommen worden, da haben wir uns sehr gefreut. Also das Interesse ist eben auch da, wenn die Projekte konkreter werden. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir als relativ kleines Unternehmen mit 11 Mitarbeitern hier die Abstimmung gewonnen haben mit einem Produkt, was, glaube ich, jeder kennt oder jeder kennt das Problem zumindest. Und das freut uns natürlich, dass wir damit ja, viele Stimmen bekommen haben. Was am meisten Spaß gemacht hat, ist halt mit dem kleinen Elias, der hat sich wahnsinnig gefreut, die Tür gegen die Wand zu ballern. Und ja, jetzt darf er es leider nicht mehr. Aber ich musste ihm versprechen, das größte Eis der Welt zu kaufen, wenn wir gewinnen. Und ich glaube, das wird jetzt ziemlich teuer für mich. Ja, das erste Mal für mich hier tatsächlich. Wie gesagt, gerade neu gestartet. Ist sehr spannend. Gerade Hub 45 zum Beispiel fand ich super. Was Coworking Spaces angeht, da können wir, glaube ich, einiges von nutzen. Zum Netzwerken super. Gute Veranstaltung gewesen auf jeden Fall. Also viele neue Kontakte knüpfen können, die mir, denke ich, helfen in Zukunft. Das war toll. Also es ist großartig, hier Leute zu treffen und das ganze Netzwerken ist immer gut. Im Prinzip ist es immer darum, wo es geht. Wen trifft man, mit wem kann man sich unterhalten, über Projekte reden und ja, dann immer spannende Gespräche hier. Ne? Und das Bühnenprogramm fand ich großartig. Ne? Also ein paar gute Inspirationen gesehen. Ne? Tolles Festival.